Wann die verschiedenen Pfade kommen, weiß ich noch nicht. Dass sie kommen, das denke ich, kann ich zu 100% befürworten. Denn wie gesagt, Indiana Jones 4 ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Spiele ich auch sehr gerne. Aber halt auch seltener, wie ihr manchmal seht. Und vor allen Dingen die Steinscheiben, das ist also wirklich für mich ein, ja, Graus. Also die ersten beiden, finde ich, haben wir ja relativ gut gelöst. Nur hier in Atlantis, denke ich, ja, gut. War es doch ein bisschen Rätselraten am Ende. Schauen wir einfach mal weiter. Sophia, where are you? Oh. We've got her, you foolish Amerikaner. You Amerikaner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Körner, wie. Das ist eigentlich eine gute Frage. Unter welchem Stein sind die denn herausgekrochen? Kerner, which rock did you crawl out from under? I have no time to trade insults. Hand over the stones or you'll never see Miss Hapgood again. Gut, nehmen Sie die Steine, aber schon Sie. Oh, wie. Nehmen Sie die Steine und verschwinden Sie. Okay, take the stones. Just get out of here. I swear you'll never see me again. Or anyone else for that matter. Oh, was hat er vor? Kerner! What a slimy toad. Ich glaube, der macht die Tür zu, oder? Kerner wedged it shut from the other side. Gut, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Aber gut, hier haben wir eine Steinwand. Hat der die Eukalkumperlen? Ja, die haben wir behalten. Sehr gut. Also ich bin mir sicher, dass wir die Schiffshoppe irgendwie nochmal benutzen können. You know, I think one of the rocks is starting to move. Oh. Fräulein, halt! You must board the U-boat. I'm not going anywhere. What have you done with Indy, you creep? Forget about Jones. How can you expect a man to lead you through Atlantis when he can't even find a way out of the labyrinth? And you're practically an Atlantis tour guide, I suppose? We have charted an underwater entrance to the Lost City. Together, we will discover its secrets. Good luck. You have a choice, Fräulein. Join us and fulfill your life's ambition. Or join your friend, another rotting corpse on the road to glory. Well, how can I refuse hospitality like that? Jones was a better man than I thought. If he could tolerate her. Haha, also das war ganz hervorragend. Oh! Hey, there's a Nazi U-Boat. Cool, wir sind in Kreta wieder angekommen. Jetzt die Frage, können wir hier noch irgendwas rätseln oder gehen wir direkt auf das U-Boot? Ich würde sagen, wir gehen direkt aufs U-Boot, weil ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas holen können. Die Frage ist, wie wir hier reinkommen. Ah, da. Hier ist eine. Da ist eine Luke. Interessant. Oh. Halt! Uh-oh. I'm the captain here, and I don't tolerate stowaways. Naja gut, ich kann sehen, das ist witzig. Nur unter Menschen. Hoppla, falsches Schiff. Oh Gott. I'm not a stowaway, I'm a runaway. We'll see about that. Where do you think you're going? Was war jetzt? Hihi, mit der Looks Musik. Like I'm captain now. Whoa, we're getting underway. Können die denn ohne den Captain losfahren? Das verstehe ich nicht. Let's hope we're headed for Atlantis. Ja, das hoffe ich auch mal. So, wir fahren von Knossos
kreuz und quer, wie wir das sehen. Aber das ist doch nicht Captain Dredd auf dem Boot. Okay. Jetzt haben wir hier eine wunderschöne Unterwasserseelandschaft. Oder Landschaft, besser gesagt. Und, was macht das U-Boot? Das machen wir. Wir können uns bewegen. Was ist denn für ein Hebel? Hebel werden immer gedrückt oder ge... It says Flügelduffel. Es ist jetzt Flügelduffel, was? It says Flügelduffel. Das ist ja richtig. Ist ja witzig. Gut, Indiana Jones kann kein Deutsch anscheinend, also schnappen wir uns einfach mal den Hebel. Quatsch, wir drücken den Hebel. Wonderful, it snapped right off. Oh, gut, okay, abgebrochen. It's the lever that controls the sub's depth. Ah, jetzt auf einmal. Eben kann er das nicht, konnte es nicht lesen. So, jetzt ist er kaputt. Gut, okay, dann können wir nicht weiter. Gibt es hier noch weitere Sachen, die wir uns anschauen? Gucken, Gegensprechanlage, das ist immer gut. Ah, hier ist der Captain, befiehlt alle Mann in den Bug, alle ins Torpedorohr, die Crew ins Mittelschiff. Gute Arbeit, weitermachen. Good work, man, carry on. Komisch, also der kann kein Deutsch, sagt das aber dann auf, da ist also eine kleine Logiklücke, aber naja gut. Schauen wir mal weiter, was sie hier so finden Whoops. Werden. Okay. I'm a dead man if I go down there while those Nazis are around. Genau, dann gehen wir doch mal in den, dass alle in den Bug gehen. Your captain commands all hands to the bow. Mal gucken, ob die jetzt alle weg sind. Prima. Jetzt haben wir genug Zeit, hoffe ich mal hier, ein bisschen rumzuschnüffeln. Okay. Hier ist noch mehr Geräte oder mehr Anzeigen. Was haben wir denn hier? Auch ein Hebel? Drähte? It's a bundle of tangled wires. Oh Gott. Können wir die reparieren? Hm. Schließe? Nee, schließe. Doesn't seem to close. It won't open. It must be broken. Was sagt denn das? It's a torpedo tube. Gut, okay. Da kommen wir nicht weiter. Was steht denn hier drauf? Heidi? Hey. So, hier noch ein paar mehr Anzeigen. Da ist ein Schalter. It's labeled Krausgefarben. Krausgefarben. It's labeled Krausgefarben. Hey, das ist schon witzig. Drücke. Was haben wir denn hier? Ah, ich erinnere mich genau. Wir müssen diese Schaltzentrale hier zusammenbasteln. Und immer wenn wir etwas gefunden haben, also ein Gerät, dann können wir das wieder benutzen. It's labeled Ausgeschnitzel. Ausgeschnitzel, das ist ja witzig. Benutze. That doesn't quite work. Drücke. Ha, jetzt haben wir hier eine weitere Armatur. Und ich glaube, hier brauchen wir noch ein Hebelchen. Und da fehlen vielleicht noch ein bis zwei. Das schauen wir mal weiter. Was wir noch finden können hier. Geschwindigkeitsregler. Das ist der Richtungshebel. Gut. Hier ist die Kombüse. Nimm. Wurstscheiben. Don't mind if I do. Okay. Das Brot nehmen wir auch mit. I'll take a couple of slices. Porzellantasse. Ja, wir nehmen mal alles mit. Können wir daraus ein leckeres Sandwich machen? Perfekt. It's a porcelain beer stein. Okay, ein Bierstein. Anscheinend so ähnlich wie. Ja, wie übersetzt Bierkrug? Hm. Ich glaube, das war es erstmal, was wir hier entdeckt haben. Hier ist eine Falltür. Können wir die öffnen? Ah ja. Aber wir schauen jetzt mal hier die Schränke an. Hier ist nichts drin. Das gibt's doch gar nicht. It's a pair of storage lockers. Schade. Können wir diesen Koffer hier öffnen? Nee. Gibt es hier noch irgendein Gerät?
Nee. Ach, Indy, nicht nach oben gehen, nach rechts gehen. Wobei, ich könnte eigentlich auch die ganze Mannschaft mal wieder rüberschicken. Ah, da ist Dr. Ubermann und Körner. Können wir da irgendwas mitnehmen vom Fernschreiber? I can't pick that up. Drücke. I can't move it. Benutze. I don't have to. Gut. Dann halt nicht. Hier sind die Kojen, die Betten. Ein weiterer Schrank. Was ist da drin? I don't see anything special about it. Gut, hier ist die ganze Crew. Ich würde sagen, wir schicken die Crew mal aufs andere Ende, von dem Bug ins Torpedo-Deck. Now hear this. All hands to the stern torpedo bay. So, jetzt haben wir im Bug freie Hand, so hoffe ich. Was haben wir denn hier? Ein Pömpel. Eine weitere Falltür. Können wir das hier öffnen? Gut, hier ist auch nichts. Torpedorohr. Hier ist ein Safe. Na gut, da gehen wir mal hier runter. Try to relax, Herr Doktor. Relax? We are approaching a civilization that played with the forces of nature the way we play with toys. Come now, don't exaggerate. How else do you explain the wonders of Archicalcum or the stone disks? What have you done with the stone? Calm down, they're right behind you in the captain's strong box. Oh, there was I. Robot Slade? Also, wir haben gerade eben ein Gespräch abgehört zwischen Dr. Ubermann und Klaus Kerner. Und die haben uns direkt verraten, dass hier in einem Safe die It Steinscheiben doesn't look sind. that strong. Orichalcum bomb? Naja, können wir den direkt öffnen? I doesn't seem to open. Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Ne? Benutze. Vegetables that grows on Whoops, that didn't work. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie man den öffnen Perpetual kann. motion? Den Bierkrug wahrscheinlich nicht, ne? There's nothing in the mug. It doesn't seem to open. Okay, gut. Dann kommen wir da erstmal nicht weiter. Dann müssen wir rüberlaufen. Können wir hier irgendwo noch runter, dachte ich. Ah, hier ist der. Die Wache. Okay. Wir können doch hier irgendwo runter, dachte ich. Achso, hier, ah ja, da ist die Türe. Batteriesäure. Können wir noch weiterlaufen? Oh, cool. Jetzt können wir durch das ganze U-Boot hier unten. Na gut, es gibt hier nichts mehr. Was war das noch? Ah, das ist die Batteriesäure. Vielleicht können wir. One of the Ja. batteries is leaking. That stuff looks pretty corrosive. Also, vielleicht Monkey Island 2 lässt grüßen. Okay, Entschuldigung, Monkey Island 1 lässt grüßen. Versuchen wir mal mit der Porzellantasse. Okay, the mug is full of acid. Perfekt. Vielleicht können wir damit den Safe öffnen. Ein sehr schönes U-Boot. Also, ich finde diese Szene hier sehr hervorragend gemacht. Hervorragende Rätsel auf kleinem Raum, das ist immer besonders gut. Also, den Tag nicht vom Abendflug, vielleicht klappt es ja auch gar nicht. Whoa, the acid's eating right through the metal. Here are the stone disks. There's a small key in here too.
Ein Schlüssel. It's a key. Ja, gut, das wissen wir jetzt. Aber was der macht, das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht kommen wir da später drauf. Ich glaube, wenn ich hier runterlaufe, dann würde ich wahrscheinlich da Ärger bekommen. Vielleicht können wir irgendwie Sophia ein Zeichen geben, damit sie ihn ablenkt. Gehen wir nochmal hier nach unten, weil ich meine nämlich Lüftungsschlitze gesehen zu haben. Genau hier. Hot coals. I'd rather die. Bamboo shoots. You must be kidding. Pokus. Was? You'll get nothing from me. Pokus. Blablabla. Blablabla. Das kann ja gut. Das hat ja auch bei Alain Trottier auch gemacht. Wir quasseln sie einfach mal an. Sophia. Indy? Jones can't save you now, madam. Wait. I'm getting a message. A message from Nurab Sal. Nurab what? An old friend from Atlantis. His spirit is calling me. Oh, hm. Dann würde ich sagen, du kannst die Wache los... Ja, loswerden wäre natürlich nicht schlecht. Can you get rid of the guard? Alas, Nurab Sal is weak and far away. Ah, okay. Dann sagt ihm, dass ich einen Plan habe. Tell Nurab Sal that I've got a plan. Nurab Sal is listening. Puh. Lenk die Wache eine Weile ab. Warum hättest du Sal nicht auf die Wache? Why don't you sick Nurab Sal on the guard? Nurab Sal is not amused by the jokes of fools. Hm. Let's try another plan. Nurab Sal is listening. Dann würde ich sagen, versuchen wir es wieder mit dem Ablenken. Just distract the guard for a while, okay? Nurab Sal understands all. Wait. What? Oh, darn. I've lost contact. Too bad. Hm, okay. Gut, wir haben auf jeden Fall ihr gesagt, dass sie ihn ablenken soll. Mal schauen, ob wir vielleicht da die Treppe runter gehen können. Excuse me, Mr. Guard Person. What is it now? Hm, scheint zu klappen. I was just wondering. Yes? Who knows? It might come in handy. I order you to finish your sentence. Well, you know, you look just like William the Conqueror. You think so? Puh. The resemblance is uncanny. I always suspected that I had royal... Who are you? Talk fast, and I'd better like your tone of voice, or you're a dead man. Ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Das bin ich jetzt überrascht. Was machen wir jetzt am besten hier? Madame, nichts Böses über Ihre Zukunft. Ich bin Bordarchäologe. Haben Sie einen Eimer? Ich bin Indiana Jones. Das geht Sie nicht. Ich versuche mal das mit der Zukunft. Did Madame foretell that your future looks pale? No, now that you mention it. Ha! Indy! Nice work. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt, das wäre schon, wir würden jetzt sterben oder sonst irgendwas. Das war schon ziemlich knapp. Puh, Glück gehabt.